Tag, liebe Zuschauer, zur Oktoberausgabe von M hoch 3, Ihrem Magdeburger Monatsmagazin im offenen Kanal. Folgende Themen haben wir diesmal unter anderem für Sie vorbereitet. Wir waren beim Besuch des Eisernen Gustavs im Technikmuseum dabei. Wir haben den Abschluss der Bauarbeiten am Familienhaus im Nordpark miterlebt und wir stellen Ihnen das neue Programm der Kugelblitze vor. Das und noch einiges mehr erwartet Sie in den kommenden Minuten. Luther und sein Verhältnis zur deutschen Sprache war schon Thema in unserer vorangegangenen Sendung. Sehen Sie heute den zweiten Teil des Interviews mit der Sprachwissenschaftlerin Saskia Luther. Mitten durch Sachsen-Anhalt geht eine bedeutende große Sprachgrenze, die auch Luther beeinflusst hat. Zumal sein Geburtsort Eisleben damals noch zum niederdeutschen Sprachraum gehörte. Doch wie steht es heute um die niederdeutsche Sprache? Hat das Niederdeutsche noch eine Überlebenschance? Ja, dazu muss man sagen, dass das Niederdeutsche ja im Laufe seiner Geschichte auch Statuswechsel durchgemacht hat. Ne? Also um Nummer zwei zu nennen, das ist natürlich die Blütezeit, das muss man ganz klar sagen für das Niederdeutsche. Das war die Hansezeit, ne? Da war es Geschäftssprache, Verkehrssprache. Da wurde eben ja, internationaler Briefverkehr, würden wir heute sagen, in Niederdeutsch geführt. Diesen Status hat es dann verloren. Ja, es wurde privatisiert sozusagen. Also das Niederdeutsche hat heute den Status einer ja, relativ kleinräumigen Varietät, einer Familiensprache, einer Nahsprache, würde man sagen. Ne? Aber wenn Sie mal sehen, dass bereits vor mehr als 150 Jahren sich schlaue Leute im Kopf gemacht haben und geschrieben haben, das Niederdeutsche ist in 20 Jahren weg. Ja, und es ist immer noch da. Ja, es ist immer noch da, nur eben in anderen Funktionen. Ja, also ich würde jetzt nicht auf die Idee kommen, so sehr ich das Niederdeutsche auch mag, mit Ihnen dieses Interview also auf Plattdeutsch zu machen. Ne? Aber wo es hingehört, ne, da sollte es schon gepflegt werden und wird es ja auch gepflegt. Ich würde also nicht sagen, dass das Niederdeutsche keine Chance hat, sondern vielleicht sogar im Gegenteil. Viele junge Leute besinnen sich wieder auf ihre Wurzeln und dass es eben auch was anderes ist als die Standardsprache, die sie in der Schule lernen. Ja, und insofern ja, kann man vielleicht auch die großen Städte, also so wie Magdeburg zum Beispiel, nicht als Gradmesser nehmen. Ne? Zumal wir ja am Rand des ostfälischen Platz sind, also kurz genau. Über der Elbe war es ja dann zu Ende, da kam dann das genau. Brandenburgische. Genau, ja, Brandenburgisch ist natürlich, gehört auch von der Einteilung her zum Niederdeutschen, ne? Aber da ist es östlich der Elbe, ist das Niederdeutsche als Verkehrssprache, als Kommunikationsmittel schon ja, länger weg als hier. Ja? Aber im Magdeburgischen findet man eben auch niederdeutsche Wurzeln zum Beispiel. Ne? Ob einem das nur bewusst ist oder nicht. Auf jeden Fall, ja. Was mich auch so ein bisschen, also es gibt zwar im Norddeutschen Rundfunk noch plattdeutsche Sendungen in den nördlichen Regionen dort, aber im Fernsehen zum Beispiel, früher war immer einmal im Monat die plattdeutsche Talkshow. Ist leider alles weg, ja. Die habe ich mir auch sehr gerne angesehen, obwohl man eben manches nicht verstanden hat. Aber alleine schon die Sprache, ja, ist eben irgendwie, kommt man sich da gleich heimisch vor. Obwohl ich aus Berlin stamme. Ja, da gibt es so ein ganz böses Unwort und das Unwort heißt Quote. Ja, und darauf berufen sich dann eben alle Verantwortlichen und Intendanten und ja, sagen angeblich, dass das eben keine Quote bringen würde, aber das ist sicherlich gar nicht so. Eigentlich der Kulturauftrag, den die öffentlich-rechtlichen Sender haben. Genau ja. So ist es, ja. Aber da, das ist ein wirklich ein weites Feld und eben auch sehr schwierig, gerade da in den Medienbereich da irgendwas zu bewegen. Ne? Wenn ich mir manchmal so Facebook-Postings ansehe, ich bin da recht aktiv, da kriegt man manchmal den Eindruck, wir entwickeln uns wieder zur Luthersprache zurück. Ich habe jetzt, da sind ja so ein paar Beispiele in dem Buch drin, der hat eben, wenn er denn gemeint hat oder wenn, bloß mit einem N geschrieben. Das sieht man heute ständig wieder. Es scheint keine Regeln mehr zu geben. Haben Sie auch den Eindruck? Ja, das lässt sich auch wieder nicht mit einem Satz so beantworten. Machen Sie zwei. Ja, ich mache mal zwei Sätze. Also
Was die Schreibweise angeht, da war Luther durchaus auch ein Kind seiner Zeit, ja, denn Orthographie gab es ja zu seiner Zeit nicht. Also es gab quasi keine Regeln, man war gerade dabei, die Grammatiker waren gerade dabei, ja, Regelwerke zu entwickeln, ja, aber... Ja, es gibt eine hübsche Untersuchung von Oliver Pfefferkorn, der hat also untersucht, in wie vielen Schreibvarianten Luther in einer bestimmten Zeitspanne in seinen Werken seinen Lebensort Wittenberg geschrieben hat. Und er ist auf 14 verschiedene Schreibungen gekommen. Das muss man erstmal hinkriegen, ja, da muss man schon kreativ sein. So viele Varianten kann man sich ja nicht vorstellen. Nee, ja, 14 verschiedene Varianten. Das heißt also, da war Luther wirklich ein Kind seiner Zeit. Also damals war das ja normal und man hat es auch trotzdem verstanden. Also das muss man dabei eben auch sehen. Also ich bin schon dafür, nach den Regeln der Orthographie zu schreiben und dass man das auch den Kindern beibringt. Ja, da bin ich schon sehr für. Aber durch die Sprachgeschichte weiß ich eben auch, dass es auch geht, dass man sich auch verständigen kann, wenn man sich nicht unbedingt an alle Regeln sklavisch hält und dass manche Regeln auch wirklich, naja, die sind willkürlich entstanden. Ja? Und insofern haben Sie jetzt vielleicht die Falsche gefragt. Also ich bin kein Orthographie-Fanatiker oder Fanatikerin. Ja, man muss immer wissen, wo man was macht. Ne? Also in den Kurznachrichten zum Beispiel würde ich es jetzt nicht schlimm finden, wenn man also, damit schnell geht, auf Groß- und Kleinschreibung zum Beispiel verzichtet oder bestimmte Abkürzungen halt verwendet. In anderen Zusammenhängen schon, ja, also in offiziellen Zusammenhängen. Also immer Kommunikationssituationen gebunden, so würde ich das sehen. Wie kam es eigentlich zur Mitarbeit an dem Buch und wie gefällt Ihnen das Buch eigentlich? Ja, ich finde, dass das Buch verschiedene Aspekte vereint. Das hat man selten. Also es gibt ja, ich kann es ja nun vor allen Dingen aus dem Bereich der Germanistik sagen, es gibt ja unzählige Bände, Sammelbände, Einzelveröffentlichungen zu Luthers Sprache, zu Luthers Werk. Die sind dann aber immer sehr speziell auf bestimmte Themen bezogen. Oder anders gibt es dann biografische Abhandlungen, auch wieder sehr viele und so weiter und so weiter. Aber ein Buch, was versucht, sich Luther auf verschiedenen Wegen zu nähern, ja, also eben nicht nur seine Theologie sieht und sein theologisches Schaffen, sondern eben auch ringsherum ein bisschen guckt, welche Beziehungen lassen sich denn herstellen zu anderen Größen zum Beispiel, ja, oder zu anderen Zeiten. Oder eben auch bis hin zu sowas, dass man sagt, naja, diese Luther-Vermarktung, ist das noch schön? oder ist das vielleicht schon etwas übertrieben? Ja, und das, finde ich, macht das eigentlich ganz gut. Und natürlich der Bezug auf wirklich Sachsen-Anhalt. Ja, denn da können wir eigentlich noch viel mehr machen, finde ich. Also den Namen Luther kennt man nun in der ganzen Welt. Ja, und er ist nun mal mit Sachsen-Anhalt verbunden, mit dem heutigen Sachsen-Anhalt. Und ja, da könnte man tatsächlich sinnvoll und ein bisschen anders vielleicht vermarkten. Und ich finde, das Buch ist schon ein Schritt in die richtige Richtung. Letzte Frage schon. Es heißt ja, alle, die heutzutage den Namen Luther tragen, sind irgendwie mit dem Reformator verwandt. Trifft das auch auf Sie bzw. Ihren Mann zu? Leider nicht. Also wir gehören nicht zu den Lutheriten, ja. Mhm. Die Vorfahren meines Mannes, die schrieben sich auch noch ganz anders, hatten noch ein T hinten dran. Und also es ist nachweislich, dass wir nicht dazu gehören, aber im Geiste verwandt. Schönes Schlusswort. Das Buch Lutherland Sachsen-Anhalt ist 384 Seiten stark und kostet im gut sortierten Buchhandel 19,95 Euro. Am 4. Juni 1859 wurde Gustav Hartmann in Magdeburg als Sohn eines Kutschers geboren. Am 2. April 1928 startete er, der wegen seiner Strenge und Verschlossenheit nur der eiserne Gustav genannt wurde, mit seiner Droschke zu einer Reise nach Paris. Die Fahrtstrecke betrug über 1000 Kilometer. Kürzlich kam er ins Technikmuseum. Natürlich stilecht mit einer Kutsche.
Natürlich gab es dafür einen passenden Anlass, nämlich die feierliche Eröffnung einer Ausstellung über Gustav Hartmann. Der Literaturwissenschaftler Gunnar Müller-Waldeck räumte dabei im Rahmen seiner Buchvorstellung über den eisernen Gustav in humorvoller und lockerer Weise mit den Legenden auf, die literarisch und filmisch um den gebürtigen Magdeburger gewoben wurden. Und derer gab es reichlich. Gedichte wurden über ihn geschrieben, Hans Fallada diente die Figur als Vorlage für sein Buch. Film und Fernsehen mit Heinz Rühmann, Gustav Knuth und Willi Naloch nahmen sich des Stoffes an. Allerdings nahm es alle nicht so genau mit der Wahrheit. Legenden wurden gestrickt und Tatsachen verklärt. Naja, er ist also nicht die Figur, die wir über die Kunstwerke, Falladas Roman oder die Verfilmungen kennen, sondern er ist wirklich ein ganz uriger, auch netter und irgendwo unkomplizierter Mensch gewesen mit einem großen Energiepotenzial. Er hieß der eiserne Gustav schon vor seiner Fahrt. Und ja, viele Details von seinen Durchreisen und den Interviews habe ich durch die lokale Presse in den verschiedenen Städten herausgekriegt. Ich habe die Archive angeschrieben, habe ihnen gesagt, dann und dann muss was in der Zeitung gestanden haben und kriegte eine Unzahl an Kopien. Und das waren zum großen Teil Neuentdeckungen, die alle in diesem Buch ihr Unterkommen fanden. Der eiserne Gustav ist da, jubelten die französischen Zeitungen 1928, als das Berliner Original nach über 1000 Kilometern per Droschke mit seinem Pferd Grasmus in Paris eintraf. Und genauso frenetisch wurde verkündet, nachdem er im September gesund aus Paris zurück war. Immerhin war er damals schon 69 Jahre. Auf der Hinfahrt besuchte Hartmann am 3. April 1928 seine Heimatstadt Magdeburg und sein Geburtshaus am Stadtmarsch 10 auf der Rotehorninsel. Wo er seine Jugend verbrachte, war aber zum Beispiel in Vergessenheit geraten. Nee, das hat er mal unterwegs gesagt, dass er seine Jugend in Biere verbracht hat. Und die Leute von Biere haben übrigens rausgekriegt, wo das war, wo er wohnte im Ort. Ja, das fand ich besonders lustig. Die machten damals ein großes Kirchfest und da hielt ich einen Vortrag zum eisernen Gustav in Biere. Und da kamen sie mit der Erkenntnis, da und da hat er gewohnt, wie noch ganz alte Leute sich erinnerten, gehört zu haben von ihren Großeltern. Apropos Großeltern, die Enkelin des eisernen Gustavs, Ursula Buchwitz-Wiebach, die leider nicht zur Ausstellungseröffnung kommen konnte, sandte eine Videobotschaft. Oskar Heinz Werner aus Kalbe steuerte eine 3 Meter lange Eisenskulptur bei. Es gab kurze Ausschnitte aus dem Film mit Heinz Rühmann zu sehen, wobei zu sagen ist, dass Gustav Hartmann mit seiner Parisfahrt zwar auf den Niedergang der Pferdedroschken aufmerksam machen wollte, aber dass die Ausstellung eine Leihgabe der Berliner Taxizunft ist, hat natürlich auch seinen Grund. Ja, es ist ja ein bisschen Legende. Er selber war ja Fuhrunternehmer und hatte ein paar Taxen laufen. Das hatte er natürlich nicht so groß herausgestellt. Ja? Er machte später sogar noch eine Reklame, Sozius fahrt auf dem Motorradsattel auf dem Neuen. Aber das funktionierte nicht so, denn gerade der Rekord der Langsamkeit, die Bremsung der Zeit, das war das, was damals ungeheuer beliebt war, wo das Tempo im modernen Straßenverkehr, aber in der modernen Produktion, im modernen Leben so zunahm, dass mancher da gar nicht mehr sich wohlfühlte. Ja, in gewisser Weise, sagen wir mal, auch diese Entschleunigung, wie wir heute sagen, ist schon ein ganz modernes Motiv. Unterstützt wird die Ausstellung unter anderem von der Magdeburger Taxigenossenschaft. Die Kutsche, in Wirklichkeit ein Neubau, wurde von Frank Marenholz vom Reiterhof Dahme aus Walitz bereitgestellt. An der Drehorgel übrigens auch ein Neubau, der Computerdateien verarbeitet, nur drehen muss man noch selbst. Produzierte sich Karl-Heinz Schiller und der eiserne Gustav selbst wurde originalgetreu von Jürgen Rösner vom Technikmuseum verkörpert. Ich bin ja eigentlich älter als der eiserne Gustav damals war. Ich bin ja älter als, der ist mit 69 geworden, ich bin 70. Also so fühle ich mich schon wieder älter, Gustav. Das ist schon klar, ja gut. Aber mit der Kutsche fahre ich trotzdem nicht. Wie hast du dich so ein bisschen drauf vorbereitet auf die Rolle? Ja, ich habe das Buch mal gelesen vom Professor und das hat mich interessiert. Und ich habe ja auch diese Ausstellung von Berlin geholt, die Tafeln, und da mit den Taxifahrern gesprochen. Und auch dieses Denkmal vom eisernen Gustav in Berlin, das habe ich mir da auch angesehen, direkt an der Potsdamer Straße. Das ist natürlich auch sehenswert. Sollten sich die Magdeburger vielleicht mal ein Beispiel daran nehmen, die Taxifahrer? Ich wollte gerade fragen, was hat denn der eiserne Gustav für Magdeburger eigentlich heute noch für eine Bedeutung? Ja, wenn man sich so umhört, eigentlich kaum. Die meisten wissen ja gar nicht, dass er Magdeburger ist.
Ja, und in dem Film wird ja mal gezeigt, er hat Berliner. Ist ja gar nicht so. Die Zeitzeugen sagen, der hat Hochdeutsch gesprochen. Der kam aus der Provinz, der hat Hochdeutsch gesprochen, nicht Berliner. Dann kann man ja sagen, was wir doch für eine schöne Sprache haben in Magdeburg. Ja. Wie lange läuft die Ausstellung hier bei? Die Ausstellung hat heute begonnen, heute war Eröffnung und läuft bis zum 30. März im nächsten Jahr. Also ist lange genug, dass jeder vorbeikommt. Kann jeder mal vorbeikommen, wenn er ein bisschen Zeit hat, sich das in Ruhe angucken. Ja, sind doch eine Menge Tafeln. Auch die Magdeburger Taxifahrer haben ja auch uns Bilder geschickt, so aus den 50er Jahren. Ist auch interessant mal zu sehen. Die gibt es ja auch schon seit, glaube ich, über 60 Jahren, die Taxigenossenschaft in Magdeburg. Sind ja auch schon ein bisschen älter. Ein Geheimnis wollen wir zum Schluss noch lüften. Viele werden sich fragen, warum das Pferd, mit dem der eiserne Gustav die Reise nach Paris begann, ausgerechnet Grasmus hieß. Eigentlich hieß es Erasmus. Aber da er in dem Kaufvertrag den Namen in altdeutscher Schrift nicht so richtig lesen konnte, nannte er es Grasmus. Auf die Frage, warum es so hieß, soll er immer gesagt haben, na weil es aus Gras Mus machen könne. Hartmann starb übrigens am 23. Dezember 1938. Die Ausstellung im Technikmuseum sorgt auch dafür, dass der eiserne Gustav nicht in Vergessenheit gerät. Das Familienhaus Magdeburg leistet Hilfe und Unterstützung für Familien in der Region Magdeburg. Das Gebäude an der Hohepforte-Straße diente viele Jahre als Grundschul- bzw. Hortstandort und musste aufwendig saniert werden. Vor kurzem konnte der Abschluss der Umbaumaßnahmen gefeiert werden. Was bislang noch fehlte, war die Barrierefreiheit im Innern des Gebäudes. Die konnte nun endlich mit der Fertigstellung des außen angebauten Fahrstuhls hergestellt werden. So können jetzt auch Rollstuhlfahrer die Angebote in allen Etagen des Familienhauses nutzen. Auch Magdeburgs Behindertenbeauftragter Hans-Peter Püschner lobte den Treff am Rande des Nordparks als vorbildlich barrierefrei. Magdeburgs Sozialbeigeordnete Simone Boris meinte, das Haus sei ein wahrer Schatz und sein Engagement beispielgebend für die Stadt. Die Familienhausangebote sind uns sehr wichtig und aus dem Gesamtreihen gar nicht mehr wegzudenken, zumal das Familienhaus hier einen breiten Fächer von Angeboten von jung bis alt vorhält. Herr Giefers hat es dargestellt, es reicht hier von Senioren, die sich treffen können, über Flüchtlingsfrauen, Frühstücksangebote. Und ich bin immer wieder erstaunt, welche neuen Gedanken und Ideen das Familienhaus hier entwickelt und wie das auch in Anspruch genommen wird. Die Menschen lieben das Familienhaus, glaube ich, im Kiez. Das liegt nicht zuletzt auch am schönen Umfeld, das demnächst auch komplett fertiggestellt sein soll. Es gibt neben dem Spielplatz einen Grillgarten, eine Vogelvoliere mit Insektenhotel und die Außenwand des neuen Fahrstuhls wurde als Kletterwand gestaltet. Betätigungsmöglichkeiten gibt es also viele. Möglich wurde das Ganze freilich auch erst durch Kredite vermittelt von der DKB und durch Förderung seitens Lotto Toto Sachsen-Anhalt. Und so konnte das Angebot Schritt für Schritt oder Step by Step erweitert werden. Naja, die letzten aktuellen Steps waren, wir haben mal eben einen Kinderspielplatz aufgebaut, weil der fehlte noch in der Gegend. Und dann haben wir gesagt, dann machen wir es selber. Und natürlich jetzt der Aufzug. Das heißt, wir haben jetzt mit Rampenanlagen draußen und dem Aufzug zusammen 100% Barrierefreiheit im Haus hergestellt. Und da sind wir sehr stolz drauf. Angefangen, dass wir bei der Renovierung viele Materialien benutzt haben, die sonst vorher woanders waren, also in Geschäften am Hassebachplatz, die haben wir da zurückgebaut, hier wieder eingebaut, die ganze Beleuchtungsanlage. Wir haben die Steine, die zu uns führen, die sind aus dem Nordabschnitt breiter Weg und dann sind wir angefangen, haben das Haus ökologisiert sozusagen oder nachhaltiger gemacht. Blockheizkraftwerk, eine große Photovoltaikanlage oben auf dem Dach. Und tief in der Erde sind 16.000 Liter Zisternen verbuddelt, sodass wir hier alle Klos mit Regenwasser speisen können. Naja, jetzt geht es darum, sage ich mal, das Haus weiter zu qualifizieren, die Leute auch im Winter zu uns zu bitten. Und da haben wir Familienbrunch jetzt eingeführt. Das heißt, jeden Sonntag von 10 bis 14 Uhr kann man hier brunchen. Und das halt familienfreundlich. Das heißt, auch die Kinder haben was davon und die Eltern können entspannt halt brunchen, ohne sich Sorgen zu machen, dass die Kinder sich langweilen oder irgendwie auf Abwege geraten. Also das Familienbrunch heißt nicht, dass man unbedingt seine Familie vergattern muss, mitzukommen. Man kann auch mit seiner Freundin kommen, man kann auch als Seniorenpaar kommen. Man sollte bloß keine Angst vor Kindern haben. Die gesamten Angebote hier zu benennen, würde den Rahmen sprengen. Geöffnet ist das Haus täglich. Den Veranstaltungskalender findet man auch auf der ausführlichen und aktuellen Internetseite familienhausmagdeburg.de. Außerdem ist das Haus bei Facebook und Twitter vertreten.
Parkplätze findet man am Vordereingang oder an der Rückseite des Hauses. Herbstzeit ist Drachenzeit. Und so feierte der Elbauenpark kürzlich Drachenfest und gleichzeitig 15 Jahre Schmetterlingshaus. Wir haben mit der Kamera für ein paar Eindrücke kurz vorbeigeschaut. Die Lebenshilfe Magdeburg möchte an der Leipziger Ecke Halberstädter Straße zwei Neubauten als Ersatz für einen Wohnblock am Schrotebogen errichten. Das Grundstück gehört ihr schon seit 2013, mittlerweile liegt auch die Baugenehmigung vor. Doch es geht nicht voran. Als Bremsklotz hat die Lebenshilfe die Sozialagentur des Landes ausgemacht. Die stößt sich an den Kosten. Um das Land aus der Reserve zu locken, hatte die Lebenshilfe zu einer Pressekonferenz geladen und dazu durchaus hochkarätige Gäste geladen, zum Beispiel den Behindertenbeauftragten des Landes Adrian Marewoth oder den für die Stadt Hans-Peter Püschner sowie Andreas Stepphuhn, Landtagsabgeordneter der SPD. Von Seiten der Landesregierung war Anja Naumann gekommen, ihres Zeichens Staatssekretärin im Sozialministerium. Indessen in Halle ansässige Sozialagentur trägt die Kosten für die Unterbringung der behinderten Menschen, die darauf einen Rechtsanspruch haben. Architekt Ulrich Kirschner stellte das Projekt vor. Er betonte, dass es sich bei dem Neubau um einen normalen Wohnstandard handele, der auch bei den Wohnungsbaugesellschaften angewendet werde. Die Baukosten dafür lägen im mittleren Bereich. Allerdings plant die Lebenshilfe und speziell daran stört sich die Sozialagentur, jedem Bewohner ein eigenes barrierefreies 16 Quadratmeter großes Zimmer mit eigener Nasszelle zur Verfügung zu stellen. Das treibe die Kosten in die Höhe, so Anja Naumann,
und verweigert deswegen bis dato die Zustimmung für das Millionenprojekt. Sie hält die ganze Diskussion daher für unfair. Auch Heike Wust, Geschäftsführerin der Lebenshilfe, beklagte ihrer Ansicht nach schlechte Zusammenarbeit mit der Sozialagentur. Mit dem aus den 90er Jahren stammenden Index wäre keine komplette Barrierefreiheit möglich. Man müsste dann die Zimmer verkleinern, gegebenenfalls doppelt belegen und die Anzahl der Bäder reduzieren. Eine komplette Barrierefreiheit wäre dann nicht mehr möglich. Doch die Zeit drängt, denn die Heimaufsicht kritisiert schon seit längerem den Zustand des Objekts im Schrotebogen, in dem keine Barrierefreiheit gegeben ist. Seit März steht die Lebenshilfe nach eigenen Angaben mit dem Land in Verhandlung zum Projekt. Alle geforderten Unterlagen und Nachweise seien erbracht worden, ohne Erfolg, wie Klaus-Dieter Pantke, Vorstandsvorsitzender der Lebenshilfe, betont. Doch wie soll es weitergehen? Also ich glaube, das geht nur so, dass es politisch entschieden wird. Wir haben seit Monaten und Jahren mit der Sozialagentur versucht, sachlich zu verhandeln. Mit Argumenten, mit Unterlagen. Wir sind nicht einen Schritt weitergekommen. Darum auch heute diese Pressekonferenz, weil nur über eine politische Entscheidung können wir das bauen, was geplant ist. Im Sinne und im Interesse unserer behinderten Mitarbeiter. Wir haben jetzt gehört, dass es wahrscheinlich natürlich eine finanzielle Sache ist. Das Land muss überall sparen. Der Minister wird wahrscheinlich nicht wieder zur Verfügung stehen nach der nächsten Wahl, weil er sich nach Halle da auch in ein Wohnprojekt begibt. Aber die finanzielle Seite ist natürlich die eine. Man muss ja dabei an die Menschen denken. Es kann doch nicht angehen, dass Standards runtergeschraubt werden. Doch, das ist genau der Hintergrund. Man will über einen festgesetzten Baukostenindex aus 1996 die Kosten fixieren. Wir können heute nicht mehr zu einem Baukostenindex von 96 bauen, sondern nur zu einem von 2015. Und in der Tat wird gesagt, es ist eine philosophische Debatte eigentlich, die wir führen. Wenn wir die Standards runterfahren, dann sind wir wieder in dem Level drin, den wir brauchen. Und dann können wir auch okay dazu sagen. Das wollen wir aber nicht. Und darum müssen wir öffentlich werden. Nun ist es ja so, dass auch von internationaler Seite die Standards ja auch von der UN ja eigentlich immer nach oben geschraubt werden. Man könnte die Menschen ja nicht vermitteln, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen. Die Standards, die wir hier anstreben, sind, sagen wir mal, menschliche Standards. Wir reden über mehrfach behinderte Menschen. Und diese Menschen müssen absolut barrierefrei wohnen. Das kann gar nicht anders sein. Da können wir keine zu schmalen Türen oder zu enge Bäder oder zu hochstehende Fenster einbauen. Das geht nicht. Außerdem haben wir auch Bestimmungen aus dem Baurecht, was die Brandschutzanlagen angeht, energetische Anlagen angeht. Das alles führt am Ende zu Kosten, die wir nicht anders darstellen können. Das sind ja zum Teil Auflagen, die in 96, als das festgelegt wurde, noch gar nicht so im Gespräch waren. Richtig. Und darum sind die Kosten heute höher. Und der Index ist nicht mehr relevant. Man müsste mal einen neuen Index entwickeln für 15 oder für 20. Ist das ja ein Ersatzbau auch für ein Wohnheim am Schrotebogen, wo die Standards überhaupt nicht mehr eingehalten werden können. Was sagen die Leute, die dort wohnen und dass es einfach nicht vorangeht? Die sind da sicherlich auch sehr enttäuscht. Ich kann Ihnen nur eins sagen. Ich habe den Schrotebogen vor Jahren das erste Mal gesehen. Da hat mich fast der Schlag getroffen. Was die Qualität angeht, was die Barrierefreiheit angeht, alles nicht da. Und die Leute, die da drinnen wohnen, die wollen da raus. Die müssen auch raus, weil dieses Ding abgerissen wird. Und die wollen natürlich dann auch so wohnen, dass es eine vernünftige Wohnsituation für sie darstellt und nicht so, wie es bisher war. Wenn wir jetzt anfangen würden, es würde ja noch mal eine gewisse Zeit dauern, bis es fertig ist. Ja gut, wir haben jetzt 2015, Oktober. Dann sagen wir mal, könnten wir Anfang des nächsten Jahres mit dem Bau beginnen. Das dauert 2 Jahre. Dann sind wir in 17, 18 etwa. Aber dann würde so mancher, der jetzt auf ein neues Heim oder eine neue Wohnung wartet, das wahrscheinlich gar nicht mehr erleben. Das wäre ja traurig. Naja, das glaube ich, wird nicht so schnell passieren. Wir müssten da vielleicht einen Zwischenstep machen und die Leute zwischendurch irgendwo anders unterbringen. Aber so alt sind sie noch nicht, die meisten, ja. Einige Tage später äußerte sich auch das Sozialministerium. Die Schärfe im Ton seitens der Lebenshilfe mache betroffen, erklärte ein Sprecher gegenüber der Volksstimme. Mit wüsten Beschimpfungen und Unterstellungen komme man nicht weiter. Man gehe davon aus, dass Sozialagentur und Lebenshilfe in sachlich konstruktiver Atmosphäre eine Lösung finden werden. Dieser Hoffnung kann man sich im Interesse der behinderten Menschen nur anschließen. Die letzten Wochen mussten sich Magdeburgs Autofahrer und Straßenbahnfahrgäste in Geduld üben.
Grund war die nächste Vollsperrung unter den Bahnhofsbrücken. Ein kurzer Situationsbericht. Kaum hatten sich die Magdeburger einigermaßen an die neuen Linienführungen gewöhnt, hieß es ab 17. Oktober schon wieder umdenken. Grund war eine erneute Vollsperrung der Strecke unter den Bahnhofsbrücken, zu der die MVB die Herbstferien nutzten. Die Sperrung wurde notwendig, um den Bereich der eingleisigen Streckenführung bis zur Brandenburger Straße zu verlängern und die Gleisanlagen von der Bahnhofstraße kommend umzugestalten und anzupassen. Während die Vollsperrung nur gut eine Woche bis zum 25. Oktober dauerte, ist das Hauptportal des Magdeburger Hauptbahnhofs am Willy-Brandt-Platz bis zum Herbst 2016 vom Straßenbahnverkehr abgeschnitten. Damit nicht genug, wurde die Haltestelle City Carré an der Brandenburger Straße aufgegeben, da dort später der Tunnel an seinem östlichen Ende wieder an die Oberfläche kommt. Die Haltestelle befindet sich seit dem 17. Oktober nunmehr hinter der Otto-von-Guericke-Straße an der ehemaligen Weinarkade. Da die neue Haltestelle jedoch Platz für zwei Züge bietet, ergeben sich für die Fahrgäste, die zum Hauptbahnhof möchten, teilweise erheblich weitere Wege als bislang. Um den Fahrgästen ein mehrmaliges Umsteigen zu ersparen, wurde für die Zeit der Vollsperrung vom 17. bis 25. Oktober eine Baustellenlinie 41 eingeführt, die mehrere Stadtteile mit der Innenstadt verband. Sie fuhr von Ulvenstedt kommt über Europaring, Westring, Südring, Halberstädter Straße, Hasselbachplatz, Otto-von-Guericke-Straße, City Carré, Alter Markt, Nordbrückenzug zum Herrenkrug. Die Linien 6 und 8 fahren nun nicht mehr am Hauptbahnhof vorbei, sondern biegen direkt von der Otto-von-Guericke-Straße in die Ernst-Reuter-Allee ab und nutzen genau wie die Linien 1 und 4 die neue Haltestelle City Carré an der Weinarkade. Außerdem führten die MVB zum 17. Oktober einen sogenannten kleinen Fahrplanwechsel durch. Auf allen Linien gilt seitdem am Samstag bis ca. 7.50 Uhr ein 30-Minuten Grundtakt. Damit dürfte sich der Personalmangel der letzten Monate ein wenig entspannen. Durch die umfangreichen Arbeiten am Hauptbahnhof geriet die Neubaustrecke Wiener Straße fast aus dem Blick der Öffentlichkeit. Hier konzentrieren sich die Arbeiten derzeit auf dem mittleren Streckenabschnitt. Die Außenborde der Gleistrasse sind weitgehend fertiggestellt, die Drainage und die Tragschichten werden eingebaut. Im östlichen Teil der Trasse steht der Bodenaushub an, während im westlichen Teil der Einbau der Gleise erfolgt. Knackpunkt bleibt das 42 Jahre alte Brückenbauwerk über die Klinke, dessen Erneuerung aber bereits begonnen hat. Insgesamt liegen die Arbeiten nach MVB-Angaben aber im Plan. Fertigstellung des 980 Meter langen Streckenabschnitts zwischen der Halberstädter und Leipziger Straße soll im Herbst 2016 sein. Für die sich anschließende 1,1 Kilometer lange Strecke durch die Raiffeisen- und Warschauer Straße sollte noch im Oktober das Planfeststellungsverfahren eingeleitet werden. Die Kugelblitze spielen wieder im Zelt. Aber keine Angst. Es ist nicht das, wonach es aussieht. So lautet nämlich der Titel des neuen Programms, des Kabaretts, das demnächst Premiere haben wird. Wir haben schon mal ein wenig hineingeschnuppert. Campen und protestieren, das ist das Motto des Programms. Das Unnütze mit dem Angenehmen verbinden. Ob Protestcamp, Flüchtlingscamp oder Campingplatz. Die Stimmung sinkt und der DAX und die Flüchtlingszahlen steigen durch die Decke, sozusagen. Decken sind jedoch knapp im Flüchtlingscamp. Gleichzeitig ist der Vorrat an Deppen unerschöpflich. Aus all diesen Fakten speisen sich die einzelnen Teile des Programms. Dennoch sei der Zuschauer gewarnt, denn es ist nicht das, wonach es aussieht. Denn neu ist nicht nur das Programm, sondern neu ist auch die Besetzung der Kugelblitze. Doch der Wahlpotsdamer Axel Schröder als neuer Dritter im Bunde ist in Magdeburg kein ganz Unbekannter. Hat er doch vor 18 Jahren schon einmal in einem Programm der Kugelblitze mitgewirkt. Na, die meiste Zeit davon habe ich bei Radio SAW verbracht, weil das war auch damals schon mein Job, da zu arbeiten. Inzwischen bin ich nicht mehr in Magdeburg, sondern in Potsdam und schreibe im Wesentlichen Bücher. Habe aber den Kontakt zu den Kugelblitzen nie so ganz verloren, zwischendurch immer mal ein paar Texte auch geschrieben. Ja, insofern war der Weg gar nicht so weit, wie es auf den ersten Blick klingt. Ist nicht so, wie es aussieht. Na, ich habe ja Magdeburg nie so ganz verlassen, also so ein, zwei Tage in der Woche, um ehrlich zu sein, bin ich schon immer noch hier, aus ganz verschiedenen Gründen. Also, ich glaube, Magdeburg lässt einen eh nicht los. Oh, Schröder, jetzt nicht! Was ist denn los? War das Wasser wieder kalt? Ja, wenn's denn man so wäre.
Die Duschen waren völlig überfüllt, ja, und die wollten, dass ich mich ausweise. Als Duscher? Nee, als Deutscher. Die wollten meine Identität überprüfen. Als deutscher Duscher hast du dich wie eine falsche Schlange angestellt, Uli. Die Deutschen rechts, die Asylanten links. Ja, ich will mich aber noch nicht rechts anstellen. Wenn's die Ordnungswächter möchten, werden Duscher auch zu Rechten. Ja, können Sie mal die Klappe halten? Ich versuche zu schlafen. Prinzessin aber träumt im Zelt, das Kröschel mal die Klappe. Ach, Schröder, jetzt nicht. Also, Prinzessin, wenn du so weiter pennst, ja, dann weckt dich irgendwann der Muizin und du kannst in der Joggingburka Wasser holen. Hör doch die Klappe, du rechtsflamboyanter Waschlapp! Kinder, hört doch mal auf, euch zu streiten. Es ist so schönes Wetter. Ich habe ein so schönes neues deutsches Lied. Ja, Deutschland, erwache! Nein, wir werden weiter duschen, egal wie die Seife fällt. Schröder, jetzt nicht! Nee, nie darf ich. Ich hab auch Urlaub. Ey, sag mal, was denn für ein Urlaub? Wir sind hier, um zu protestieren. Wogegen willst du hier protestieren, am Barleber? Na, gegen Ausländer! Wie bitte? Für Ausländer. So, sind doch schon recht viele da. Gegen Überfremdung! Was? Für Überfremdung? Also, ich bin gegen Überfischung. Und ich bin gegen Unterwanderung. Aber für Unterbringung. Ja, und ich bin gegen Teddybären. Was hast du denn jetzt gegen Teddybären? Na guck mal, jeder Flüchtling hat hier einen Teddybär bekommen. Wenn ich einen Flüchtling sehe, sehe ich immer nur Teddybär. Teddybär, Flüchtling, Teddybär. Aktueller geht kaum. Jeder, der kann, legt sich einen Vorrat an. Und dann werden die Vorräte gespeichert. Auch Daten. Vorratsdatenspeicherung nennt man das im Volksmund. Und auf den wird jetzt auch wieder geschaut. Auf den aktuellen Volksmund. Ja, wir sind aktuell, weil wir das auch müssen. Wir können es ja nicht umgehen. Wir können auch die Themen nicht umgehen. Also wir sind auch sehr viel am Diskutieren und am Überlegen, wie wir es machen, wie wir es verarbeiten, dass es auch noch einen unterhaltenden Faktor kriegt. Ich meine, im Prinzip, wie ernst es ist, wissen wir alle. Das müssen wir auch nicht noch auf der Bühne. Wir wollen es lustig machen. Ja, da spielen wir alle drei Luftgitarre. Und das auch sehr gut. Wir haben lange dafür geprobt. Nee, wir haben eine sehr schöne Rammstein-Nummer drin. Rammstein natürlich im doppelten Sinne. Die Band, aber auch die Luftwaffenbasis, die wir nochmal näher beleuchten, was auch schon wieder ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, glaube ich, das Rammstein-Thema. Und das werden wir da in einem wunderschönen Lied zur Luftgitarre ausleben. Rammstein! Ja, genau. Rammstein. Ruhig, Brauner, ganz ruhig. Rammstein. Mitten in der Stadt hat jemand Zelte aufgestellt. Und du fragst dich, was geht darin vor in aller Welt? Demo, Camping, Großstadt, Dschungel, sieht ganz heimlich, wer ins Feld. Oder spielen die Kugelblitze jetzt wieder im Zelt? Ist darin ein Pärchen, das sich nur einen Moment versteckt? Oder wird darin ein Terroristenangriff ausgeheckt? Bundeswehr und Luxuscamper könnten auch darinnen sein. Eingepackt in einen Schlafsack. Uschi von der Leyen. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Trau dich einfach rein. Mach die Zeltwand dir verdruss. Zieh am Reißverschluss. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Misch dich doch mal ein. Sei ein Stück Zeltpolitik. Es könnte schlimmer sein. Also wir haben alle Musiken geschrieben, alle Texte beigesteuert. Also es gibt nichts, was irgendwie einer alleine beackert, das Feld, sondern es ist wirklich ein Gemischtwarenladen, aber im positiven Sinne. Wir bereiten das regiemäßig im Team vor. Und mein Freund Max K. Hoffmann oder unser Freund Max K. Hoffmann, der guckt 2-3 Mal bei den Endproben drauf und wird dann natürlich alles durcheinander fegen und wird sagen, es geht alles nicht so. Und dann werden wir hart arbeiten und das ist der Weg, weil der wirklich wenig Zeit hat, aber er ist uns eben so verbunden und macht das als Freundschaftsdienst und ja, uns interessiert ihn auch. Die Premiere ist am 6. November hier in der Zwickmühle und eine Vorpremiere haben wir schon am 31.10. in Papenrode. Das ist bei Schöningen, das haben wir schon seit Jahren so gehandhabt, dass wir da immer eine Vorpremiere machen und das im Westen testen. Das hat sich bewährt. Übrigens hoffen alle, dass Angela Merkel noch lange Kanzlerin bleibt, denn sonst müsste man das halbe Programm umschreiben.
Auch Uschi und die Geissens werden wieder mit von der Partie sein. Und war darin grad eine neue SPD. Oder Tag der Abgassoftware, Beirat von VW. Putin und Obama streiten, wer hat hier die Macht entzählt? Diese Chance nutzt die Merkel und regiert die Welt. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Schau dich doch mal um. Frag wieso, weshalb, warum. Denn wer nicht fragt, bleibt dumm. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Denk doch, was du willst. Die Erde und das Himmelszelt sind auf den Kopf gestellt. Keiner weiß was, aber alle üben Zeltkritik. Tappen blindlings in die Falle. So geht Politik. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Mach dir doch nichts vor. Da steh ich hier als armer Tor, klug als wie zuvor. Es ist nicht das, wonach es aussieht. Mach dir endlich klar. Wir sitzen alle in einem Zelt, als Tore dieser Welt. Danke sehr. Gerne. Danke. Ach, war das schön. So, noch was im Zelt? Nee, kann man raus? Gut. Ich darf auch als Erster raus. Als ja, Erster rein und als Erster raus. So muss das sein. Nee, geht immer jetzt. Gönn mir doch auch mal eine Freude. Alle weiteren Termine finden Sie unter www.kugelblitze.de. Das war unsere Oktoberausgabe. Mit ein paar Bildern des letzten in Betrieb gewesenen Springbrunnens in der Innenstadt möchten wir uns verabschieden. Die nächste Sendung können Sie am 23. November sehen. Bis dahin. Alles Gute und auf Wiedersehen.